Guten Tag, werte Gäste der Maison Manga. Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Ich möchte euch etwas fragen, denn ich habe momentan große Vorbereitungen für die Horror Week im Oktober. Sie laufen und sie brauchen ewig und dementsprechend, ja, würde ich einfach mal gerne so ein Video zwischendrin reinquetschen wie dieses hier, wo ich einfach mal euch was fragen möchte. Denn es ist etwas, was schon lange irgendwie bei mir ein bisschen irgendwie im Kopf herumschwebt und ich würde es gerne wissen einfach. Was gefällt euch an Maison Manga und was gefällt euch nicht daran? Gibt es Projekte, die ihr mögt? Gibt es Projekte, die ihr nicht mögt? Gibt es bestimmte Eigenarten, die ich von mir gebe, die ihr nicht mögt? Oder irgendetwas, wo ich irgendwie, ja, nachvollziehen kann vielleicht auch. Ich würde das gerne mal wissen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass immer wenig, relativ wenig Resonanz kommt und da weiß man nie, mache ich was falsch, mache ich was richtig, ist es okay, ist es nicht okay, was ist eigentlich gut und was ist schlecht an Maison Manga? Das würde mich gerne mal interessieren, ihr dürft gerne ehrlich sein, ich habe damit kein Problem. Ich kann natürlich nicht bei allem versprechen, dass es sich bessern wird, zumal auch einfach auf der Basis von, ja, Freizeit und so, ist ja auch nicht immer so leicht, da mal irgendwie Platz für zu schaffen für bestimmte Dinge. Und finanziell ist natürlich auch so eine Sache, alles hier ein Hobbyprojekt, deswegen ich versuche immer mein Bestes, ich versuche das, was ich hier ermöglichen kann, euch zu ermöglichen und ja, bitte gerne mal in die Kommentare schreiben, was gefällt euch an Maison Manga und was gefällt euch nicht an Maison Manga? Also Pro und Kontrast, das würde mich wirklich interessieren. Wie gesagt, seid gerne ehrlich, ich habe damit kein Problem und bin auch euch nicht böse deshalb. Vielen, vielen Dank für die hoffentlich zahlreichen Rückmeldungen und ja, freut euch auf jeden Fall auf die Horror-Themenwoche. Die wird groß, aber sie braucht eben halt auch viel Zeit. Ich habe noch ein paar Videos in der Pipeline, aber dementsprechend wäre es vielleicht ganz nice, wenn ich ja ein paar Antworten von euch bekommen könnte, wo ich vielleicht nochmal ein kleines ja, Infovideo oder so dazu dann machen kann zu euren Kommentaren. Das wäre zum Beispiel eine Idee, wenn genug ankommen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, ich bin euer René von der Maison Manga und ich sage wieder einmal, ciao, bye bye.